Dieses Video gibt zusammenfassende Einblicke in die 5 Abschnitte des Leitfadens für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Die Handlungsanleitung wurde aus den Ergebnissen von 5 schriftlichen Befragungen mit mehr als 600 Studierenden sowie 17 Experteninterviews mit Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen entwickelt. Lehrende und Lernende nehmen Spiele mit thematischem Bezug zu Vorlesung und didaktischer Funktion als nützlich für die Lerntätigkeit wahr. Hörsaalspiele lockern die Vorlesung auf und tragen zu einer angenehmen Atmosphäre bei. Die Mehrheit der Lernenden empfindet dafür Dankbarkeit und den Wunsch nach häufigerem Einsatz von Spielen in Vorlesungen. Spiele in kleinen Gruppen ermöglichen für die große Mehrheit der Befragten Interaktion, Kooperation und Kommunikation zwischen den Studierenden. Diese gesteigerte Aktivität der Lernenden führt jedoch bei einigen Studierenden und Dozierenden zur Wahrnehmung von Unruhe im Hörsaal. Durch Spiele geben und erhalten Dozierende sowie Studierende ein Feedback über den aktuellen Leistungsstand der Lernenden. Die Methode Hörsaalspiel bereitet Lehrenden und Lernenden überwiegend Spaß, führt jedoch in Spielen mit Wettbewerbscharakter bei leistungsschwächeren Studierenden zu negativen Emotionen. Das Gefühl von Zeitverlust zählt für einige Studierende zu den negativen Erfahrungen mit der Methode, die wie jedes planmäßige Vorgehen vorbereitet werden muss. Für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung empfiehlt sich eine dreiteilige Vorgehensweise. In der Vorbereitungsphase erfolgt die inhaltliche und organisatorische Planung. Die Phase der Durchführung von Hörsaalspielen gliedert sich ebenfalls in 3 Abschnitte. Jedes Spiel wird in der Lehrveranstaltung vorbereitet, ausgeführt und beendet. Die Nachbereitungsphase im Anschluss an die Vorlesung zielt auf Verbesserungen beim nächsten Einsatz von Hörsaalspielen ab. In der Vorbereitungsphase wird zuerst der thematische Bezug zwischen Vorlesung und Spiel hergestellt, sowie die didaktische Funktion des Spiels bestimmt. Es folgt die Auswahl von Spieltyp und Spielmaterial sowie die Vorbereitung von Beispielaufgaben und Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit und körperlichen Bewegung der Studierenden. Die Durchführung von Hörsaalspielen beginnt mit einer nahtlosen Überleitung von der Vorlesung zum Spiel, zum Beispiel mit der Einteilung der Studierenden in Gruppen. Nach der Erläuterung von Spielregeln sowie einer Proberunde wird das Hörsaalspiel zügig ausgeführt und dabei immer wieder der thematische Bezug zur Vorlesung hergestellt. Dem Ende des Spiels folgt die nahtlose Überleitung zurück zur Vorlesung und bei Interesse an Feedback die Ausgabe des Kurzfragebogens an die Studierenden. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Möglichst gleich im Anschluss an die Vorlesung sollte die Durchführung des Hörsaalspiels reflektiert und analysiert werden. Für Gespräche über die Ergebnisse des Kurzfragebogens und sich daraus ergebende Aufgaben für den nächsten Einsatz von Spielen in der Vorlesung stehe ich Lehrenden gern zur Verfügung. Inzwischen können eventuelle Änderungen am Hörsaalspiel vorgenommen, die erarbeiteten Materialien digital gesichert und den Studierenden online zur Verfügung gestellt, sowie die vorbereitenden Aufgaben für die Lernenden überlegt werden. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Planen Sie deshalb die Methode gleich zu Beginn des Semesters ein. Lassen Sie sich von Lärm nicht aus der Ruhe bringen, denn Unruhe oder große Lautstärke im Spiel können Zeichen von Freude und Kommunikation sein. Verlieren Sie nicht den Kopf, wenn die Methode beim ersten Mal nicht perfekt gelingt. Die Studierenden spielen trotzdem überwiegend gern und haben Spaß daran. Mehr Tipps und Kommentare enthält der entsprechende Abschnitt im Leitfaden. Stellen Sie vor dem Einsatz von Spielen sicher, dass die Methode einen thematischen Bezug zur Vorlesung aufweist und eine didaktische Funktion erfüllt. Überlegen Sie, in welchem zeitlichen Verlauf der Lehrveranstaltung das Hörsaalspiel eingesetzt werden soll und wie die Überleitung zum Spiel erfolgt. Bereiten Sie Beispielaufgaben vor und beziehen Sie die Studierenden in die Vorbereitung des Spiels ein. Stellen Sie das Spielmaterial bereit und prüfen Sie technische Geräte auf ihre Funktionstüchtigkeit. Der Leitfaden enthält außerdem einen kurzen Fragebogen für Studierende und eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Hörsaalspiel Tabu. Interessierte erhalten in den angegebenen Links weitere Informationen über Spiele in der Vorlesung. Über Fragen und Kritik oder Anregungen zu diesem Video freue ich mich natürlich jederzeit. Bei Interesse kann der ausführliche Leitfaden ebenfalls auf diesen Wegen angefordert werden.